Linguistik in 60 Sekunden Nummer 23, semantische Rollen. Sprechen wir heute von semantischen Rollen, greifen wir mit Peter von Pohlenz auf die sogenannte Kasustheorie von Charles Fillmore zurück, die dieser bereits 1968 entwickelte. Sprachliche Einheiten lassen sich danach nicht mehr nur formal bestimmen, sondern auch hinsichtlich eines von sechs tiefen Kasus. Peter von Pohlenz griff 1985 das Modell in seiner Satzsemantik auf und übernahm die Fillmore'sche Idee für seine postulierte Inhaltsgrammatik. Das war ein Versuch, Grammatik nicht nur formal, sondern auch von der Bedeutung sprachlicher Einheiten her zu denken. Er differenzierte ein Set semantischer Rollen in einer noch erweiterbaren Liste, von denen die wichtigsten bekannten wohl Agens und Patiens sein dürften. Im Beispiel "Der Apfel wird gepflückt" ist der Apfel formal eine Nominalphrase im Nominativ und fungiert funktional als Subjekt des Satzes. Der Apfel ist in passivischer Struktur affiziertes Objekt, eine von einer Handlung betroffene Sache. Semantische Rollen sind ein syntaktisch-semantisches Konzept und stehen für satzsemantische Eigenschaften sprachlicher Einheiten. Eine Infografik mit der verwendeten Literatur und den Slides ist im Kommentarbereich verlinkt.